Hallo meine Lieben, hier ist eure Yonanda und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Lernvideo Erat Aliquando, deine Geschichte bist du. Und heute besuchen wir gemeinsam das Haus Nummer 28 und da wohnt der Storch. Und ihr wisst ja, dass in Erat Aliquando auch bestimmte Krafttiere eine große Rolle spielen. Und da gibt es ja auch den Meister Reinicke, das ist der Fuchs. Oder den Isegrim, das ist der Wolf. Ich glaube, ich habe in dem Wolfsvideo den Isegrim gar nicht erwähnt, aber das soll jetzt hiermit nochmal nachgeholt werden. Ja, und der Storch ist auch bekannt als Meister Adebar. Allein schon, dass er mit Meister angesprochen wird, zeigt, dass er einen Status quo hat, dass er einen Stellenwert hat. Und Meister Adebar ist zum Beispiel bekannt in dem Märchen Die Störche von Christian Andersen. Und bei Wilhelm Hauff wird er Kalif genannt. Also Kalif, Storch, ist bestimmt auch einigen von euch ein Begriff. Auch so wird der Storch genannt. Ja, und der Storch wird ja oftmals mit Neugeborenen in Verbindung gebracht, oftmals wieder mit einem Bündel im Schnabel dargestellt, ist auch in Fabeln als Adebar im Übrigen bekannt und zeigt auch Geburten an. Und deswegen sitzt er hier in seinem Nest auf zwei Eiern, eins schlüpft fast. Ne? Also es ist auch eine Energie, die vor allen Dingen in Verbindung mit dem Rehkitz auch für eine Schwangerschaft stehen kann, für eine Neugeburt. Durch die Osterglocke symbolisiert er auch die Fruchtbarkeit und durch das Geschenkband, was er im Schnabel trägt, auch das Geschenk oder die Gabe. Also er hat auch was zu geben. Und das Geschenk ist entweder schon ausgepackt oder wird gerade eingepackt. Das weiß man nicht. Das verraten dann die umliegenden Karten, weil wir sehen das Geschenk selbst nicht, sondern das Geschenkband, was er da hat. Und man kann natürlich philosophieren, vielleicht sind auch die Eier das Geschenk. Ne? Also, dass hier kurz was vorm Schlupf steht oder ja, vielleicht noch ein Schleifchen drum kriegt. Also da könnt ihr gerne reinfühlen für euch, wie das bei euch ankommt. Aber der Meister Adebar bedeutet grundsätzlich was Gutes. Er bringt eine Wende, er bringt eine Veränderung rein, weil wenn hier sowas schlüpft, verändert sich alles. Und er zeigt aber auch den Segen in einer Situation, das Geschenk, was in einer Situation liegt. Wenn er zum Beispiel in einer schwierigen Konstellation auftaucht, wo ja, wo zum Beispiel auch der Kobold mit drin liegt oder die Fee und da liegt der Adebar dabei, der Storch, dann kann er anzeigen, dass die Situation sich wieder wenden wird, wieder verändern wird. Er kann dich aber auch daran erinnern, dass es überall einen versteckten Segen gibt, den man vielleicht auch erst noch erkennen darf und dass neue Fruchtbarkeit immer wieder möglich ist. Ne? Also die Fruchtbarkeit zeigt er auch an, zum Beispiel in Verbindung mit der Nelke, wäre es vielleicht auch die Potenz. Ne? Ich meine es ja nur mal so, weil die Nelke steht ja für die Erotik, für die Anziehungskraft, auch für die Sexualität in Verbindung mit Fruchtbarkeit. Da haben wir dann gleich eine Potenz. Ja. Die Zahl 28, das ist eine ganz, ganz wundervolle Zahl, weil die steht unter anderem auch dafür, dass es im Leben läuft wie am Schnürchen. Also das könnte man direkt schon wieder mitdeuten. Er hat ja hier das Schnürchen im Schnabel. Es läuft wie am Schnürchen, wenn man die göttlichen Prinzipien und die kosmischen Gesetze beachtet, wenn man um sie weiß und sie auch verinnerlicht und versteht. Und über die kosmischen Gesetze, die göttlichen Prinzipien habe ich auch gesprochen im Lernvideo vom Baum der Welten. Und ich glaube, das war der zweite Teil. Da könnt ihr nochmal, genau, es war der zweite Teil vom Lernvideo Baum der Welten. Da könnt ihr auch nochmal reinschmökern und das Netz ist auch voll mit Informationen zu den göttlichen Prinzipien, weil die im Moment auch gerade überall hochkommen und jeder spricht davon. Na, also auch dafür steht die Zahl 28 und die 28 steht auch für gutes Gelingen in finanziellen Angelegenheiten. Also die zeigt auch so den Geldfluss an. Das macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn zum Beispiel der Storch bei einer Reichtumskarte liegt, zum Beispiel beim Goldfisch, der auch für die Finanzen stehen kann, oder eben bei Tischlein deck dich. Ne? Auch da wird eine Ernte angezeigt, dann kann das auch wirklich ein Hinweis auf finanzielle Fülle sein. Das könnt ihr euch alles notieren, das sind jetzt nur Beispiele. Immer dazulernen wird jeder, der die Videos mit Erat Aliquando anschaut und sich dann auch aus den Videos, wo es wirklich um dieses Kartendeck geht, Notizen macht zu den Konstellationen oder es sich ganz einfach verinnerlicht.
Übung macht den Meister, auch den Meister Adebar. Und wir schauen nochmal rein, was im Heftchen zu dem Adebar steht. So, der hat die 28, der Storch. So, er steht auch dafür, etwas auszubrüten oder auszusitzen. Manchmal ist das auch das Beste. Es gibt Situationen im Leben, die kannst du nicht beschleunigen. Dafür steht ja auch das Ei. Das, was schlüpft, muss von innen nach außen kommen. Die innere Kraft muss größer sein als die Kraft, die im Außen zurückhält. Die innere Kraft ist die Frucht im Ei und das, was im Außen die Kraft zurückhält, ist die Eischale. Und wenn ein Ei von innen nach außen aufgesprengt wird, dann ist das, was von innen nach außen rauskommt, bereit zu leben. Es braucht keine Schale mehr, es braucht keine äußere Kraft mehr, die es einhüllt, ja, die es bettet, die es abgrenzt und schützt, sondern es ist alleine stark. Das gilt im Übrigen auch für die Kraft aus deiner Mitte. Wenn du aus deiner Mitte, aus deinem Innersten heraus stark bist, brauchst du keinen Schutz von außen. Ja, dass du das Gefühl hast, du musst dich schützen. Du musst so eine Käseglocke um dich rumlegen, damit Energien von außen dir nichts können. Ne? Also sowas macht man ja aus einer Angst heraus. Man fühlt sich schwach, man braucht Unterstützung von außen. Viele Menschen suchen das auch in Form von Amuletten oder Schutzzaubern oder hüllen sich in Spiegel, was ich sowieso sehr fragwürdig finde. Da habe ich, glaube ich, auch schon an anderer Stelle drüber gesprochen, warum man sich nicht mit Spiegeln schützen sollte. Wenn du aus deinem Innersten heraus stark bist, wenn du in deiner Kraft bist, dann brauchst du keinen äußeren Schutz. Dann braucht das Küken, was da schlüpft, keine Schale um sich rum. Dann schlüpft Calimero und wird wachsen. Ne? Weil je stärker du aus deiner Mitte heraus bist, umso mehr wird deine Kraft auch in Zukunft zunehmen. Und man kann natürlich sich durch Talismane oder Amulette aller Art zusätzlich an die eigene Kraft erinnern oder die begleitend ganz einfach tragen oder einfach, weil man sie schön findet. Aber sie sollten nicht die Kraft der Mitte ersetzen. Und wenn du dich schwach fühlst, dann werd stark. Ja? Das ist also ganz, ganz wichtig. Dann arbeite an dir selbst, dass du von deiner Schwäche in deine Stärke findest. Das ist dann der Auftrag. Also auch dafür steht der Storch. Ja? Also er steht... etwas ausbrüten oder aussitzen, genau, da bin ich jetzt, über diesen Punkt bin ich jetzt dahin gekommen, weil es schlüpft dann, wenn es stark ist. Und es zeigt auch den Prozess an, wenn man brütet etwas aus. Das ist also auch ein Hinweis, dass man manche Dinge, die im Leben einem widerfahren oder geschehen, wirklich aussitzen sollte. Und dann kann das Beste zum Vorschein gebracht werden. Man braucht also auch die Geduld, bis das, was aus dem Ei schlüpfen soll, auch reif ist. Ja? Das machen uns alle Vogelwesen vor. Die brüten ihre Eier. Etwas drehen und wenden. Ne? Also auch Eier werden zum Beispiel gedreht. Die Vögel drehen ihre Eier, damit sie ganz einfach gleichmäßig erwärmt werden, wenn sie dann drauf gluggern, ne? Und drauf sitzen. Also es steht auch für drehen und wenden. Kann natürlich auch ein Hinweis sein, dass es sich eine Person dreht und wendet, wie es ihr gerade passt. Das kommt aber auch wiederum auf die umliegenden Karten an. Und wenn du mit deinen Karten verbunden bist, wenn du sie nicht nur auswendig gelernt hast, sondern wenn du die Energie fühlst, wird an entsprechender Stelle auch der Hinweis kommen, hier dreht sich jemand etwas, wie es ihm besser passt. Ne? Mögliche Schwangerschaft in Verbindung mit dem Rehkitz, das habe ich erwähnt. Noch deutlicher, wenn auch noch die Kutsche angrenzt. Jawohl, das zeigt dann also auch noch die Reise an. Ne, der Prozess, der quasi die Schwangerschaft ist unterwegs. Dann ist es noch deutlicher. Eine Überraschung. Ja, also auch dafür steht der Storch. Also Geschenkband. Geschenk selbst. Die Gabe und das Wohlwollen. Also er hat hier etwas zu geben. Ein Geschenk. Ich schenke dir was. Ich habe dir was zu geben. Er ist wohlwollend und was ich auch sehr interessant finde, seine Gefiederfarben oder vielmehr die Farben, die er vereint, weiß, rot und schwarz. Ne? Also das ist auch immer das Werden, das Sein und das Vergehen. Und damit sind wir wieder bei der Wende. Ne? Also er verändert Situationen. Ja, das ist mein Input zum Storch. Rune würde ich ihm jetzt direkt auch die Jera
zuordnen, den Wandel, aber auch die Dagas. Das ist auch eine Wandelrune, die dann eben im kleinen Stil, in Kleinigkeit, also kleine Veränderungen, wie die Tageszeit sich ändert vom Morgen über den Mittag in den Abend hinein. Aber er kann auch einen großen Wandel anzeigen. Er steht ja auch für die Reise. Ne? Also der Storch fliegt in der kalten Jahreszeit in den Süden. Ne? Also er kann auch mit der Kutsche zusammen grundsätzlich eine Reise anzeigen und auch größere Wandlungen mit der Rune Jera. Ja, zum Beispiel auch den Jahreswechsel oder so. Es ist also auch eine Wechselenergie. Schaut mal, was ihr euch aus diesem Lernvideo rausziehen könnt, was euch selbst noch einfällt. Ich denke, da gibt es einiges dazu zu sagen. Und da werdet ihr sicherlich selbst auch noch Impulse haben. Nehmt die immer an, weil ein Impuls oder eine Information, eine Eingabe, die ihr habt, die hat immer eine Bewandtnis. Ja, das war das Jonandachen zum Storch. Über den werden wir sicherlich noch oft sprechen, weil ich lerne ja auch beständig mit dazu. Ich wünsche euch was. Nimm dir Zeit und schreib dir auf. Ich freue mich über liebe Kommentare, wenn ihr meine Videos liked, wenn ihr meine Videos teilt und natürlich auch weiter zwitschert, dass es zu Erat Aliquando kostenlose Lernvideos gibt und dann eben auch gemeinsames Üben. Und wir werden dann auch Übungsvideos ablegen, ne? Oder vielleicht auch generell Videos, wo ich mit diesem Deck lege. Es geht ganz schön tief. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Bis dahin, bye bye, ciao, ciao. Euer Jonanda TV.